in diesem Video. Hängt ein T-Shirt rum, zeige ich Bein, gibt's viel Wasser und enden wir im Wald. Moin Leute, hier ist Karl von Travel Camping Living aus Island. Mitten im Hochland stehen wir, waren gestern Nacht im Pool, hatten einen schönen Abend und jetzt einen entspannten Morgen, Sonntag. Hinten werden Daten gespeichert und pennt die Bande. Und hier vorne gibt's Free Bears Frühstück. Um mich rum hängen meine nassen Klamotten von gestern, hat geregnet, alles nass geworden. Ziemlicher Mist. Frisch gestärkt vor die Tür und eine Sache will ich euch schon seit Tagen mal zeigen. Es geht um die Hackbox. Ihr habt ja gesehen und ihr seht auch jetzt, wir sind sehr viel, sehr üble Piste gefahren. Der Van ist total versaut und eingesaut und natürlich auch hinten die Hackbox. Das Schmutzaufkommen am Heck natürlich immer am intensivsten. Nummernschild ist bei uns auch schon bald Geschichte. Und was ich mich schon die ganze Zeit frage ist, wie sieht's denn jetzt in der Box aus? Die hängt draußen, die ist allem ausgesetzt. Wie dicht ist das Ding? Sollen wir mal reingucken? Aufgeschlossen habe ich schon. Schloss funktioniert tadellos. Der Mechanismus ebenfalls. Aber jetzt, wie sieht's innen aus? Und ich bin schwer angetan. Es ist nicht staubiger als nach Griechenland und Albanien. Ich habe danach nicht geputzt und die Box ist also brutal dicht, auch kein Wasser drin, nix. Das Ding ist echt seinen Preis und sein Gewicht wert. Wer also eine gescheite Box sucht, wird bei H32 fündig. Gibt es in verschiedenen Größen für verschiedene Fahrzeuge und ich finde sie wirklich gut. Sorry für die Werbung, aber wenn etwas gut ist, teile ich das einfach gerne mit. Flauschi, hast du eine Lust, Offroad zu fahren heute? Monty, du auch? Ja? Bisschen Action geben heute. 200 Kilometer oder so, das gibt was heute. So, umdrehen müsst ihr euch selber. Nachdem die Bärschaft jetzt hoffentlich sitzt, 14 Uhr durch ist, können wir los. Wie ihr seht, nicht mehr viel los hier auf dem Platz. Wir sind die Letzten, die abfahren. Vor uns liegen 237 Kilometer. Ob wir die heute erschaffen, weiß ich allerdings nicht. Gucken wir mal, was uns heute so auf der Piste erwartet. Ich bin gespannt. Wir fahren die 35 weiter, wechseln irgendwann auf andere durch. Google weiß, wo es lang geht. Ich folge Google und hoffe, dass wir ankommen. Die F35 macht wenig Spaß. Wir sind jetzt hier 30 Kilometer gefahren, es ist eine Riffelblechpiste. Es ist wirklich ein Albtraum. Also nochmal in meinem Leben fahre ich die, glaube ich, nicht. Das macht keinen Spaß. Das ist wirklich einfach nur Materialmord vom Feinsten. Und gefühlt ist man hier auf einer halben Autobahn. Das ist eine der stärksten befahrenen F-Pisten im Hochland. Und ja, bei einem kurzen Fotostopp hier folgt ein Auto dem anderen, also man ist hier bei weitem nicht alleine und auf sich allein gestellt. Es ist viel los. Oh ja, Pause. Alter Schade, ist das ein Geschepper und Krabbel. Das ist unfassbar. Habe ich noch nicht gehabt, so eine Strecke. Selbst die Strecke am Dettifoss Richtung Süden war nicht ganz so bitter und übel wie Abschnitte hier. Hätte ich gewusst, dass die F35 so desolat ist. Ich glaube, ich hätte mir noch mal schwer überlegt, ob ich sie fahre, aber... Stecke mal Mitte drin, jetzt fahren wir es auch. Gell, Flauschi, führt ja kein Weg dran vorbei. Thank you.
Man könnte natürlich jetzt sagen, einfach übers Wellblech Vollgas drüber. Das geht aber nicht. Es kommen immer wieder Steine, Schlaglöcher und sonstiges dazwischen. Gegenverkehr, man muss immer wieder auf die Bremse. Und ja, so wird das Ganze dann wirklich anstrengend. Landschaftlich ist es nicht unhässlich. Wir haben links einen Gletscher, rechts einen Gletscher. Bisschen Sonne, bisschen Wolken, bunte Mischung. Es ist nicht kalt, wir haben 16 Grad, also da kann man heute gar nicht maulen. Der Regen hat sich auch wieder verzogen. Ist also ein ganz angenehmer Wetterfahrtag. Irgendwann beruhigt sich das Ganze dann zum Glück ein wenig. Straße in einem etwas besseren Zustand und auch wieder flotter zu fahren, trotz Riffelblech, weil es weniger Schlaglöcher hat und weniger Steine. Dann kommt man auch ein bisschen flotter voran. Ja, noch ein bisschen schöner Piste kommen wir an die Brücke am Fluss. Überqueren sie, warten kurz, weil da einer am Filmen ist. Dafür haben wir volles Verständnis. Leider danach die Piste wieder deutlich rauer erstmal. Schlaglochiger, wellblechiger und schlimmer fürs Auto. Und dann kommt links so was Ähnliches wie ein Parkplatz mit schöner Aussicht und wir machen mal einen Keksstopp. Oh, boah, eine Pause. Das ist ja Wahnsinn hier. Und der Herr Kobelot, nimmer satt, sitzt schon parat für die Kekse. Das stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht so verfressen. Ich sitze hier nur schon, um dir Gesellschaft zu leisten, dass du hier nicht so alleine rumsitzt. Und dafür könnte ich ja auch den ein oder anderen Keks kriegen. Das ist aber lieb von dir, Co-Pilot. Dann kriegst natürlich auch einen Keks oder zwei. Lass ihn dir schmecken. Da hat einer zugeschlagen. Alles weg. Ich glaube, er hat die Tüte mitgegessen. Aber macht ja nichts. Er kann es vertragen. Nicht, dass er uns noch von der Watte fällt. Und ich sag's ungern. Ich habe gar keinen Bock weiterzufahren, hey, wenn das jetzt mit dem Pistenzustand so weitergeht. Oh, das kostet Nerven und Zeit. Und Material. Aber ja, man hilft nichts, davon wird selten besser. Also machen wir uns auf den Weg, bring's irgendwie hinter uns. Es liegen noch 171 Kilometer vor uns. Nicht alles Piste zum Glück, aber ein großer Teil davon. Und jetzt heißt's, gehen wir es an. Oh Gott, das war jetzt nach der Pause nochmal, ich weiß nicht, 10 Kilometer. Aber allerübelste Kategorie, echt. Also die 35, Albtraum hoch 3. Alter, und jetzt haben wir gleich wieder Asphalt. Oh Gott. Ich hoffe, das bleibt jetzt mal so. Das ist ein Albtraum, echt. Noch nie so eine üble Straße oder Piste gefahren wie das heute. Ah jo, aus heiterem Himmel, nach ein paar Kilometern Asphalt steht ein riesen fetter Bus da. Und wir machen mal kurz einen Stopp. Und gucken wir uns noch was an. Da stehen übrigens noch mehr von den Bussen rum. Können wir die kleine MAN mal da vorstellen. Dann wollen wir uns mal ins Getümmel werfen und zum Fall des Wassers laufen. Extra noch ein bisschen gewartet, dass es ein bisschen leerer wird. Und jetzt kommt auch bald Regen, glaube ich. Wie gewonnen, so zerronnen oder? Ja, schauen wir mal. Wer hier gerne noch einkaufen gehen will, kann das machen. Gibt Jobs mit Pullovern, lauter warme Sachen. Der Goldwasserfall, einer der Hauptattraktionen. Hier kommt jeder vorbei, der nach Island kommt. So auch wir, wenn auch eher zufällig, denn der lag halt jetzt zufällig an der 35. Beliebtes Schild in Island. Die Frage ist, rechts oder links? Die meisten kommen von links. Da gehen wir doch glatt mal rechts. Und da ist er auch schon. 11 Meter fällt er an dieser Staustufe. Aber irgendwie, also... Das haut mir jetzt nicht von Socken. Dafür, dass da jeder hinfährt, muss das doch geiler sein, oder? Bin ich zur falschen Jahreszeit hier? Im Winter vielleicht cooler, wenn er gefroren ist? Paar Meter weiter gelaufen, erklärt sich jetzt vielleicht, warum der Wasserfall doch recht cool ist. Denn jetzt sehen wir beide Fallstufen. Und so wirklich richtig kriegt man das Ding gar nicht von hier ins Bild. Weil man, glaube ich, nicht mal sieht, wo genau er unten aufhört. Das Wasser, das ihr hier entlang rauschen seht, stammt vom Gletscher Langjökull und fällt hier einmal 11 Meter und einmal 21 Meter tief in die Schlucht.
Die Schluchtwände selbst sind bis zu 70 Meter hoch und Geologen gehen davon aus, dass dieser Canyon durch Gletscherschmelze zu Beginn der letzten Eiszeit entstanden ist. Im Sommer strömen jede Sekunde etwa 140 Kubikmeter Wasser den Fall runter. Im Winter sinkt das Ganze auf etwa 109 Kubikmeter. Und zu diesem schönen Wasserfall gibt es auch noch eine Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand dieser Wasserfall im Mittelpunkt vieler Kontroversen über ausländische Investoren und ihren Wunsch, von der isländischen Natur zu profitieren. So versuchte 1907 ein englischer Geschäftsmann, die Energie des Wasserfalls für ein Wasserkraftwerk zu nutzen. Der isländische Bauer, dem der Wasserfall gehörte, nennen wir ihn Thomas, lehnte das Angebot ab mit der Begründung, ich werde meinen Freund nicht verkaufen. Und anstatt das Land zu verkaufen, verpachtete er dem englischen Geschäftsmann sein Land, bemerkte allerdings nicht, dass es ein Schlupfloch im Pachtvertrag gab, der dem Engländer es dennoch ermöglichen sollte, ein Wasserkraftwerk zu bauen. Doch der Engländer hatte die Rechnung ohne die Tochter des Bauern gemacht. Die zog nämlich vor Gericht, klagte eine Annullierung des Pachtvertrages ein, musste dafür zigmal zu Fuß ins 100 Kilometer entfernte Reykjavik laufen. Es war ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Engländer und der Tochter. Doch 1929 wurde das Thema dann beendet. Dem Engländer ging der Zeitplan und die Kohle aus und der Wasserfall ging wieder zurück in die Hände des Bauern. Also ich gebe zu, der Wasserfall hat schon was, ein Stückchen weggelaufen. Kriegt man auch einen coolen Blick in Richtung Schlucht nach dem Wasserfall. Das sieht auch cool aus. Hier hat es auch so eine Art Basaltsäulen, die da in der Gegend rumstehen. Und dann fließt er hier durch den Kanal, durch die kleine Schlucht ab, der Fluss. Und da es jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen anfängt zu nieseln, können wir auch dahin gehen, wo es richtig nass ist. Und es gibt jetzt ein bisschen feuchte Angelegenheit, also leg da schon mal ein Handtuch parat. Wir haben echt Schweingrad. Bis gerade eben war hier noch alles vernebelt und verwassert. Jetzt hat der Wind ein bisschen gedreht und wir stehen hier tatsächlich im Trockenen halbwegs. Es qualmt da und dampft hoch wie bescheuert. Und wieder mal auf Augenhöhe mit einem Wasserfall. Das hatten wir schon mal hier auf Island. Wisst ihr noch, wo das war? Haut's mal in die Kommentare. Ja, da geht gut der Punk ab. Wenn du hier Fisch bist, dann hast du es nicht einfach. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier noch richtig nass werde, mache ich mich dann wieder auf den Weg zum Kaiman. Mal sehen, was die Truppe so treibt. Und es macht übrigens durchaus Sinn, hier eventuell mit Gummistiefeln hinzugehen. So clever war ich heute leider nicht. Da sind wir wieder zurück beim Kaiman. Ey, warum ist noch die Tür auf? Was ist da los? Licht brennt. Hallo? Co-Pilot? Was machst du? Alles klar bei dir. Hey, was hast du denn da auf der Tatze? Eine SD-Karte. Ist die für mich? Was hast du gemacht? Naja, mir war langweilig und du warst nicht da und Friedrich pennt und dann habe ich gedacht, ich mach was Sinnvolles und naja, guck dir mal die SD-Karte an. Also die Daten, die drauf sind. Okay, SD-Karte rein und was? Co-Pilot? Das ist nicht dein Ernst. Bist du hier? Unfassbar. Das kann ich ja gar nicht glauben. Uiuiui, wenn das mal nicht Ärger gibt. Aber der Co-Pilot ist noch nicht strafmündig. Der ist erst, naja, zu jung. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier zeigen soll. Aber der Co-Pilot hat sich sicherlich sehr angestrengt. Also, jo, bildet euch eure eigene Meinung.
seiner Verteidigung wäre zu sagen, er ist von hier unterwegs gewesen und hat die einen Schilder nicht gesehen. Also, Landmanner Lauger für heute gestrichen, das schaffen wir nicht mehr. Wir fahren jetzt noch eine Stunde, 70 Kilometer zu einem Campingplatz, der auf dem Weg dorthin liegt. Es ist schon 21.45 Uhr, das Licht ist bescheiden, das Wetter ebenso. Deswegen machen wir das für euch jetzt schnell. Wir sind fast da. Das war eine ziemliche Heizerei über sehr leere Straßen. Und jetzt sind wir an einem Zelt- und Campingplatz angekommen. Glücklicherweise regnet es auch wieder und ihr vermisst doch bestimmt alle schon Bäume, oder? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Heute Nacht pennen wir so irgendwie im Wald. Wenn das nicht nach Wald aussieht, dann weiß ich auch nicht. Hä? Da sind doch Bäume links und rechts. Kein Scherz, das ist kein Freistehspot, ehrlich. So was mache ich ja fast nicht. Ich hoffe, da kommt doch irgendwann der Campingplatz. Dann geht's immer voll Offroad hier. Kopf. Okay, hier steht eine Hütte. Da hinten stehen ein paar Autos. Da hinten auch. Können wir noch eine Platzrunde drehen? Ich glaube, parken kann ich. Boatwatch. Bevor wir hier wieder aus dem Campingplatz rausfahren, fahren wir mal links. Da gibt's ein lauschiges Fleckchen. Geht so ein bisschen Offroad, der Hang hoch. Kleine Feuerstelle gibt es sogar und dann stehen wir hier echt im Wald. Das war geil. Kurz mal vor die Tür, es regnet etwas. Und da hinten im Busch seht ihr den nächsten, den Nachbar. Und ansonsten haben wir es hier echt gechillt. Und mit Regen sieht der Kalman echt richtig schweinedreckig aus. Kopf. Und da es hier draußen nicht wirklich erquickend ist, gehe ich wieder rein. Und zufällig sehe ich gerade, dass wir die 12.000 Kilometer überschritten haben. Ja, Sack und Asche. Jetzt aber mal was zu essen. Wie wär's mit Hot Dogs? Wir haben da noch altes Brot und Würstli. Jo, und war ja klar, ne? Geht's ums Essen, ein Stück Co-Pilot wieder ganz weit vorne. Würstli im Topf, geht los. Wir können gleich essen, das geht jetzt schnell. Na, das sieht doch ganz ordentlich aus, findet ihr nicht? Das wandert jetzt in den Kai. Das sieht leider nur auf dem Teller gut aus. Gleich gibt's Sauerei. Gute. Co-Pilot, solltest du jetzt weggehen? Das Bett geht runter. Achtung! Oh, Co-Pilot. Mann. Immer muss ich hier alle retten und machen. Da ist er. Lässt sich gerne tragen und bedienen. So kennen wir ihn. Aber so ist er halt. Ein bisschen faul, leicht kriminell und ergrauend. Und irgendwie will er immer mit aufs Bild. Aber für heute nicht mehr lang, denn hier ist Schluss. Ich hätte die Wahl, Heizung anstellen oder ins Bett gehen. Genau, geh ins Bett. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mitreisen wollt und auf dem Laufenden bleiben. Vielen Dank fürs Werbung schauen, das ist sehr wichtig für uns. Damit finanzieren wir uns. Lieben Dank dafür. Und vielen Dank auch für den PayPal-Support und die Nutzung des Amazon-Partnerlinks. All das hilft uns, weiter schöne Videos zu machen und die Jungs hier durchzufüttern. Gute Nacht, bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.